Heute ist Samstag und ein besonderer Tag hier in Rio de Janeiro, weil heute ist die Wallfahrt, der Pilgerweg. Wallfahrt. Ja, Wallfahrt. Das ist auch sehr wallfahrerisch hier. Wir sind hier jetzt nämlich gerade am Startpunkt, an der Haltestelle Zentral. Da landen innen alle Busse. Und jetzt geht es da hinten weiter. Steffi, was ist der Plan für heute? Der Plan für heute ist jetzt hier diesen Pilgerweg zu folgen, den man da auch auf diesem Schild hinter uns sehen kann. Die Vigilfeier und die Abschlussmesse wurden nämlich aufgrund des hervorragenden Wetters an die Copacabana verlegt. Und wir werden jetzt hier diesem Pilgerstrom auf der anderen Straßenseite folgen und dann hoffentlich in ein paar Stunden an der Copacabana ankommen, um mit der Vigilfeier zu beginnen. Es ist sehr besinnlich schon jetzt. Ja. Auf geht's. Ausgabestelle für unsere Lunch-Kits für heute Abend und morgen früh und irgendwie immer, weil da so viel drin ist, dass man das, glaube ich, gar nicht an einem ganzen Tag essen kann. Aber schmeckt ganz gut. Ist jetzt halt nicht so... Also es ist auf jeden Fall gesund. Aber es ist super. Wenn du jetzt mal reingucken möchtest, es ist also gesünder, kann man jetzt nicht sein. Schön, habe ich dann selbst ernährt. Hier und Schokoriegel, gesunden Salat, Fischsalat. Ja, und Nüsse natürlich. Die sind wichtig, 20 Gramm Nüsse pro Tag, sagt schon der Ernährungsberater. Also bitte. Was isst du jetzt gerade, Lisa? Ich esse gerade Zwieback mit Frischkäse. Aus dem Frühstückspaket, das esse ich auch noch, das habe ich auch noch. Ja, genau. Der Apfel lohnt sich auch echt. Ein paar Schmerzen damit zu haben, dann kann man den Hit schmieren. Troca, troca. Troca. Oi, oi. Brasil? Brasil. Brasil. Okay. Somos de Alemania. Alemania. Sim, sim. Die stören auch beim Essen. Aua. Obrigada. Ah, obrigado. Obrigado. Bye, bye. Bye, ciao. Até mais. So. Also, das sind die Pakete. So sehen die aus. Wir haben fünf, weil wir eins für Lea haben. Was habt ihr? Lea, ja, oh, wir sind Best Friends. Come on. Copacabana, wir sind kurz vorm Ziel eigentlich des Pilgerweges und jetzt haben mich die Mädels hier draußen allein gelassen. Die sind da drüben mal zur Toilette. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil gleich am Strand die Toiletten wahrscheinlich ja sehr voll sein werden und B außerdem wahrscheinlich in Form von Dixie-Klos. Jetzt sitze ich hier schon 10 Minuten alleine. Ah, jetzt sehe ich gerade, kommen die Mädels. Das ist unser Gepäck, das wir mitgeschleppt haben. Und inzwischen habe ich tolle Geschenke aus Argentinien. Die Polizei fährt vor. So tolle Bildchen. Ach, hi. Da seid ihr wieder. Was ist los? Frisch und munter. Thank you.
Wir laufen jetzt gerade von, wie heißt das hier nochmal, Copacabana zu Ipanema. Die Nummer ist jetzt vorbei hier mit der Abschlussmesse gerade am Strand. Mädels, wie war's? Super! Hat's euch gefallen? Aber die Messe war... Erzähl mal, wie war die Nacht? Was war denn da los in der Nacht? War ein bisschen kalt. Kuschelig und kalt. Aber es ging. Ein paar Stunden Schlaf waren noch drin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da, glaube ich. Oder? Da sind wir nicht lang gekommen. Wir sind hier lang. Wir sind da. Gut. Ja, jetzt ist der nächste in Krakau, wenn ich das richtig verstanden habe, der nächste Weltjugendtag. Ich bin gerade verkündet. Und wie groß ist so die Freude? Wir haben es dann ungefähr so weit wie von unserer Unterkunft zu Copacabana hier in Rio. Ja dann, tschüss.